Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sky Heaven. Heute mal ein bisschen später als 7 Uhr. Und ja, heute geht es dann wieder darum, mehr Geld zu machen als gestern. Deswegen hätte ich fast gesagt, wir pausieren das Ganze direkt wieder an der Stelle und schauen uns an, dass wir nochmal zwei Flüge annehmen. Ich will heute mal mit zwei Flügen gehen, mal gucken, wie das ankommt. Ich gucke einmal kurz im Planfenster, wo es denn am sinnvollsten wäre. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Wo sind die ganzen Flüge hin? Ist beim letzten Mal schon aufgefallen. Hier oben haben wir ganz viele Einsen, maximal mal eine 2. Aber eigentlich waren wir teilweise schon bei 4. Und wenn ich jetzt hier runter scrolle, wir haben 6 Flüge noch. Diesen ganzen Bereich hier hinten. Wo sind die ganzen Flüge hin? Also ich habe sie auf jeden Fall nicht storniert. So viel kann ich euch verraten. Ja, die alten Verträge sind alle gelöscht worden. Hier sind zwar noch... Okay, ich glaube, wir müssen heute Verträge machen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Das ist jetzt nicht das, was ich gedacht habe, was jetzt so der Stand der Dinge wäre. Oder der Stand der Dinge ist. Aber das hier geht ja gar nicht. Also ich dachte halt echt, wir machen hier viel Umsatz, viel Geld, weil hier einfach, ja, mehr ist als die 6. Okay, was... Wir müssen mal kurz gucken. Wir müssen das andersrum, glaube ich, angehen. Deswegen kommen die hier auch alle so gut hinterher, trotz dieser Tankstelle, weil das einfach... Ja, weil da einfach nicht mehr viel ist. So, ich gehe aber trotzdem durch. Der klingt hier auf jeden Fall schon mal sehr gut, weil der halt nur den Lader braucht, Fracht und gut ist. Und viele sind nachts, das finde ich auch sehr cool. So, die wollen mehr und die wollen auch noch diesen Truck-Service. Da wollte ich heute auch mal gucken, was das bedeutet. Hier brauchen wir noch ein Hosting, was wir anscheinend haben. Das wäre so eine Option vielleicht, dass wir das hier voll machen für die beiden Flüge, die wir eh für heute annehmen wollten. Hier können wir irgendwie neu verhandeln. Ein bisschen mehr beim Vertragsabschluss, aber hier können wir auch noch mal gucken, was der Flugservice dann macht. Das geht nicht wegen dem Flugservice. Hier gehen auch noch mal 2 neue ganz normale Flugzeuge. Hier geht sogar auch noch mal ein bisschen mehr. Das werden dann die 6 sein, die wir haben. Das heißt, wirklich alle alten sind glatt. Ich hoffe mal, dass die auch alle dann oder dass die halt auch landen können auf den Grasrampen. Da haben wir nämlich ein Problem. Dann haben wir ein richtiges Problem. Wir haben ja jetzt schon wenig Geld. Hier sind auch nochmal ein paar bei. Aber das sind die, die sind zu groß jetzt schon für unsere Lade. Für unsere Landebahn, glaube ich. Mein Turbo kann da nicht drauf. Oder Jet. Okay, ja, das wird interessant. Aber wir können es auf jeden Fall erstmal schnell machen. Wir nehmen jetzt die beiden noch hinzu. 3 Stunden. Machen wir mal auch 3 Stunden. So, das nehmen wir direkt ins Zeitfenster. Das kommt irgendwo hier oben rein. Ach, du kannst überall hin. Ja, dann geh mal ruhig in die Nacht. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Platz für den Morgen. So. Dann sind die drin. Dann, war das der hier? Nee. Ist nicht einer hier aus der Mitte? Ach, hier haben wir jetzt alles angenommen. Hier können wir auch mal die nächste Stufe machen. Kriegen wir noch ein bisschen Geld. Und einige neue Flüge. Viele neue Flüge. Bis zu 160.000 sind da möglich. So, hier haben wir... Nee, das sind... Genau, das sind Forscher. Die können wir nicht annehmen. Und hier Royal Postmaster Office, ja, das klingt ja vom Namen auch schon so.
Was heißt Vorschau? Was bieten wir nicht? Die Landebahn. Das heißt, hier können wir sogar nur zwei unterschreiben. Hier geht mehr. Hier geht alles. Ich würde mal den obersten nehmen, der macht auch 5000. Brauchen wir 5 Stunden? Nee, der wird ja nur, der kriegt Sprit. Der kriegt Fracht, da müssen wir gucken, was jetzt ist. Nicht, dass das Spiel wieder abstürzt. Wenn wir da jetzt die 9 erforscht haben. Und du gehst jetzt hoffentlich auf eine Grasrampe, das wäre... Deutsche Rampengröße, nicht alle Dienstleistungen. Die haben den Lader nicht. Okay, damit haben wir ein großes Problem. Wie sind denn das dann noch? Also die Grasrampen sind jetzt komplett überflüssig. Bis auf vielleicht mal ein paar Flugzeuge, die landen könnten, ganz optional. Es ärgert mich gerade richtig, dass die weg sind. Das kostet richtig Geld. Oder wir bauen das hier nochmal aus und gucken, dass wir hier auf den 4 die abgefertigt bekommen. Müssen wir auf jeden Fall nochmal in den Sprit investieren. Das sind jetzt erstmal keine Kosten. Das sind 1000. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, der geht nicht, weil da schon die Straße gebaut ist. Wieso denn falscher Standort? Ja, anscheinend gehen hier nur 3 hin. Anstatt 4. Das ist auf jeden Fall ungünstig. Haben wir denn da jetzt 11, 12, 13? Und wir müssen ja die Fracht laden und keine Passagiere. Das heißt, da reicht ein Fahrzeug. So, jetzt seid ihr mit nichts verbunden. Verbinde ich euch mal. Jetzt sind natürlich echt viele Fahrzeuge hinten. Das müssten noch die alten sein. Aber das ist ja erstmal egal. Wir verbinden das damit mit den dreien. Und die Tankstelle bekommt auch die 3. Da müsste es ja eigentlich gerade ausreichen von den Dienstleistungen, die die brauchen. Fracht und Sprit. Und die Dinge haben wir ja da. So, viele morgens, viele flexibel. Wir gehen nach dem Preis. Okay, da haben wir noch einen, der flexibel ist und da oben ist auch flexibel. Okay, dann macht das keinen großen Unterschied. Dann gucken wir mal, was wir so denn morgens so alles. 1,45 empfehlen die. Es ist nicht viel, aber sonst verhandeln wir einfach neu. Dafür tun wir die mit 15, 30 Minuten auseinander aneinander. Wenn wir die in einer Stunde abfertigen könnten, das wäre natürlich genial. Aber das ist natürlich jetzt dieser Grad, ne? Wir zahlen halt weniger Strafen. Dafür blockieren die uns jetzt teilweise halt auch einfach das Terminal. Oder das Gate. Oder die Rampe. So, habe ich jetzt alle morgens. Hier sind noch 2. So, wir sind dann jetzt 11, 12, 13. So, du kommst direkt um 0 Uhr fertig. Wir haben 3 Rampen, du kommst auch um 0 Uhr. Du kommst mit ein bisschen Versatz.
Du kommst dann. Du kommst hier. So. Schon mal ein paar geplant. Ich glaube auch schon den größten Teil geplant. Ja, ein paar können wir noch unterschreiben, aber das kriegen wir alles hin. Nehmen die 3 Stunden. 3 Rampen dafür. Oh, das waren sogar 5. Halb Stunden. Warum? Ach, weil der mehr Sprit möchte. Aber theoretisch statt 3.200, 5.000 finde ich jetzt mal gar nicht mal viel. Gepäck könnte natürlich nochmal sein, dass da nochmal ein Fahrzeug mehr kommt. Du bist auch nur morgens. Habe ich dich vorhin übersehen. Haben wir da 1, 2, 3 Abstand. 1, 2, 3 Abstand. Und der Rest ist komplett flexibel. Da kommt noch kein Flugzeug an. Da kommt noch kein Flugzeug an. Hier haben wir ganz viel Luft. Vielleicht noch mal einen, der so ankommt. Und da ist auch noch eine Riesenlücke. Dann haben wir da auf jeden Fall jetzt noch mal mehr Einkommen. Okay. Dann würde ich sagen, simulieren wir mal weiter. Zumindest mal, bis wir 100% in der Forschung haben. Weil dann müssten ja unsere neuen Frachtfahrzeuge fertig sein. So. Jetzt wollen wir natürlich, also hier sind wir natürlich gut aufgestellt. Bis hier hinten haben wir Optionen, das finde ich gut. Dann haben wir die Fracht, die müsste doch, war die dann drunter, das ist nicht hier. Wo haben wir das, doch der, den haben wir gemacht. Wie viel Kapazität hast du? 50, das meine ich müsste auch ausreichen. Du machst 60 in 8 Stunden. Das haben wir Ingame-Zeit noch vor. Dann machen wir das am Ende der Folge, dass wir das direkt zweimal upgraden. Also wenn das fertig ist, dann upgraden wir die Gepäckfahrzeuge. Okay, dann können wir wieder Play drücken. So, Fracht kommt um 12 Uhr. Wir haben jetzt 1970. Sprit kommt auch um 12 Uhr. Da müssen wir relativ wenig gerade tun, finde ich. Das hier ist echt bescheiden. Da können wir gucken, dass wir hier hinten 3 Grasrampen noch benutzen, weil ab und zu kam ja mal ein Flugzeug an, das angefragt hat, oder wir benutzen irgendwie die untersten 6. Aber ich würde jetzt erstmal ein bisschen simulieren lassen. Da kaufen wir jetzt nochmal Sprit und gehen einmal nochmal ins Minus rein. Ich kaufe nochmal kurz Sprit. Weil da geht gerade ordentlich was weg. Ja, der könnte jetzt auch ankommen. Und da kann ich, glaube ich, direkt auch nochmal was kaufen. Das hier würde ich gleich auf jeden Fall umändern. Also hier oben würde ich alle von verschieben und die unten hier benutzen. 2 vielleicht auf planmäßige Flüge. Die anderen dann. Ach, die sind jetzt schon angekommen heute. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir jetzt machen, weil das sind ja jetzt hier auf den 3 Rampen nicht unerheblich viele Flugzeuge. Fracht sollte wirklich so langsam kommen. Ach, ich werde auch viel zu tun haben. Obwohl, ich den 6 Fahrzeuge. Ah, doch, die sind alle beschäftigt. Ich glaube, Fracht schadet aber auch nicht, wenn wir da nochmal ganz kurz, weil ich nicht mal eben 200 unterschreiben. Das könnte schon fast zu wenig sein. Also Fracht ist natürlich jetzt deutlich hochgegangen. So. Da haben wir schon mal den Sprit bezahlt und da haben wir die Fracht bezahlt und wir haben immer noch viel Geld. Dass wir hier 3 Rampen haben, die so flexibel sind, finde ich gut. Das ist eine sehr gute Anzahl gerade.
Aber wir gucken uns das jetzt einmal nochmal kurz hier hinten an. Wir haben 23, 24, 28, 29, 30. Ah, ne, ich bleib mal kurz so. Zeitplan. 23, 24 sind dann flexibel. Eigentlich macht das Sinn, das auch umzudrehen. Weil die planmäßigen, hier kommt ja nicht so viel. Also machen wir jetzt 23, 24 planmäßig. Reicht hier sogar eine Rampe. Theoretisch würde eine Rampe reichen. 23, 24. Einmal kurz speichern. 25, 26 aus. 27. Soll ich mir Zahlen so gut merken kann. 23, 24 wollen wir planmäßig haben. Haben wir. 28, 29 sind dann frei verfügbar. Dann kommen wieder 4 aus. Ah ne, wir haben 5 in einer Reihe. Und die sind dann wieder planbar. Also die kann ich jetzt noch nicht ausstellen, weil da noch Flugzeuge drauf waren. Achso, dann ist das genau verkehrt rum. Flügeplan. Okay, das ist natürlich jetzt schade, dass wir jetzt so weit sind, dass da kein Flugzeug mehr kommt. Also so, ja, auch kein Hobbypilot oder irgendwie, also dass da halt einfach kein Vertrag mehr ist, das finde ich schade. Das ist, ja, das war ein gutes Einkommen. Jetzt haben wir natürlich da immer noch 6 Flugzeuge, das ist natürlich jetzt auch immer noch ein bisschen Geld, aber es ist halt wirklich jetzt nur noch ein bisschen, das ist jetzt nichts mehr. Was uns wirklich groß weiterbringt, als das hier noch alles voll belegt war, da haben wir Geld verdient. Jetzt ist es ein Zubrot, würde ich sagen. Das natürlich doch relativ zeitnah nach dem Umbau, wo ich da ja sogar noch Rampen hinzugefügt habe. Das ist natürlich jetzt das ganze Ärgerliche an der Geschichte. Geld sieht theoretisch gut aus. Wir müssen auf jeden Fall 2x Sprit kaufen. Und wir brauchen die neuen Fahrzeuge bei der Fracht. Ich sehe das schon, dass die hier teilweise über diese Straße sehr häufig fahren. Die haben, boah, das war jetzt aber auch knapp mit dem Sprit. Die haben einen ziemlich schnellen, ziemlich direkten Weg. Ah, hier zum Beispiel. Das ist natürlich jetzt perfekt. Davon gerne auch 10, 20 am Tag. Natürlich nicht gleichzeitig, das wäre doof, aber davon dürfen gerne welche kommen. Ja, die müssen wir leider noch immer ablehnen. Hier ist ja immer noch Platz für eine weitere Landebahn, aber wenn, dann bräuchten wir eher eine längere Landebahn und da ist, glaube ich, die Reihenfolge doof. Also wir müssen, bis wir die Jets haben, wird es noch dauern. Die Jets haben, brauchen wir erstmal hiervon nochmal mehr Rampen. Deswegen bin ich am überlegen, das hier vielleicht auch dann abzureißen und da nochmal Platz zu schaffen für vielleicht, ja, wenn die Straße durchgeht, könnten hier sogar nochmal 3 hinpassen. Hier oben vielleicht nochmal eine Reihe on top. Aber die Gebäude müssen erst rüber. Erst die Gebäude rüber, vielleicht upgraden. Wie gesagt, ich wollte auch noch nach dem Hosting gleich gucken. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Forschung. Achso, wir können ja gucken uns erstmal vielleicht das Hosting an. Ist denn wohl das Hosting? Das wird dort der Rampenservice dann sein, oder? Auf der Rampe. Das ist ja nicht. Moment. Flugkontrolle. Da steht Flugkontrolle. Ist das? Das ist die Leiter. Das steht hier nämlich gar nicht drauf. Was könnte damit gemeint sein?
Den können wir nicht upgraden. Sonst wäre das schon, oder? War das rechts? Nee. Das geht nicht abzugraden. Das Gebäude haben wir auch noch nicht erforscht. Abfallbehandlung. Abwasserbehandlung. Hätten wir sogar also da ist zumindest das Bild. Da brauchen wir nicht. Reinigungsservice brauchen wir auch nicht. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass das Gebäude damit gemeint sein könnte. Das müsste man vielleicht mal gucken. So, ich werde jetzt einmal kurz aber speichern. So, das hier abzugraden, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich hoffe, das geht mittlerweile an dieselbe Stelle. Also ich einmal gucken. Achso, Fahrzeuge haben wir hierfür aber nicht. Achso, jetzt hätten wir das Gebäude auch direkt hier rüber stellen können. Das ist die Flugkontrolle. Was ist denn mit Hosting gemeint? Ja, ganz oben, da. Flugkontrolle. Es gibt keinen Service Truck. Flugkontrolle. Das wird doch. Ist das Bau? Nee, das müsste dann Passagierdienste sein. Irgendwas, was ja eigentlich so ein bisschen on top kommt. Das ist Aeromeals, das ist auch Essen, das sind neue Busse. Das ist es alles nicht. Personal könnte vielleicht Flugkontrolle irgendwo drin sein. Keine Ahnung, was Leuchten uns bringen. Hilfe beim Ein- und Aussteigen, Verbesserung der Gepäckabfertigung, Check-in-Anweisungen. Und Flugzeugdienste kennen wir uns ja eigentlich. Ah, hier ist Flugverkehrskontrolle, Flug. Das ist ja Flughafenwetterstation. Auch nur ein Gebäude. Aber da stand ja was mit einem Truck, den die ganz gern hätten. Service Truck. Kann nicht erst hier hinten kommen. Ja, irgendwie ein bisschen verkehrt. Nee. Reinigungsdienste. Okay, da weiß ich jetzt noch gar nicht, was wir da vielleicht bräuchten. Ich würde sagen, wir schalten einfach mal auch die neuen Verträge frei. Lieferanten bieten jedoch bessere Preise als bei flexiblen Verträgen. Vielleicht nochmal ein bisschen mehr, um mehr Geld zu machen. Okay. Wir haben gespeichert, deswegen würde ich jetzt auch noch einmal gucken. Wir haben schon echt viel Zeit rum. In dieser Folge. Dass wir mal gucken, was jetzt hier möglich ist. So, die lassen wir weg. Die sind verbuggt. Wir holen uns jetzt einfach die. So, wer ist gerade frei? Keiner. Ich finde aber gut, dass wir vier Arbeitsplätze haben. Was ist da möglich? 12. Graden, wie teuer sind die? 2000. Ganz. Dann machen wir, graden wir. Ach, wir kommen, kriegen direkt zwei Plätze. Oh, das habe ich nicht, darauf habe ich nicht geachtet, weil ich wollte nämlich nur zwei Fahrzeuge mir holen. Fortgeschrittene Luftfracht haben wir nämlich jetzt die drei hier. Die fünf für die fünf, aber das will ich halt auch irgendwann hier mit drauf haben. Deswegen bin ich mal gespannt, ob die gerade direkt
auch losfahren. Aber es sieht gerade sehr entspannt aus. Bleibt an Parken stehen, sind echt viele. Vielleicht können wir das hier auch mal schon mal klauen. Brauchen wir nochmal zwei Stück. Haben wir die alte, vier neue. Dann bist du jetzt raus. Ah, du bist auf jeden Fall noch irgendwo beschäftigt. Nochmal parken. Okay, dann können wir aber hier sagen, Fahrzeug verkaufen. Das machen wir leer. Du kommst weg. Jetzt ist natürlich die Kapazität gesunken. Da ist jetzt die Frage. Ich glaube, die geht nur hoch durch das Lager hier drin. Aber sieht echt entspannt aus für die Fahrzeuge hier. Hier eine neue Sache wäre natürlich geil, wenn wir die direkt hier dran setzen könnten. Also eine neue Flughafenstation. Ah, wir kriegen die aus in der Forschung. Vielleicht noch eben gestartet gleich. Du gehst dahin, du gehst dahin. Okay, jetzt sind die drei optionalen Rampen aber schon wieder voll. Ne, reicht leider nicht mit der Forschung. Schade. Behandlung haben wir hier. Warum haben wir das gemacht? Brauchen wir das bei den Propeller? Sind da Personen? Soweit ich weiß nicht, sonst hätten wir die ja auch nicht hier hinsetzen können. Geld sieht gerade gut aus. Sprit geht runter. Das können wir direkt nochmal nachkaufen. Also so viel Sprit, wie wir jetzt heute nachgekauft haben, glaube ich, gehen wir finanziell sehr gut da und ich glaube, da wird auch noch mal einiges nach oben gegangen sein. Leuchtest du hier die ganze Zeit noch auf? Was kann ich hier machen? Ich kann unterschreiben irgendwo. Das muss ja gerade gar nicht sein. Läuft ja gerade alles. Es ist komplett Nacht. Können wir mal gucken. Du bist fertig. Du bist fertig nach, ja, einer Stunde 30 war da auf jeden Fall gerade. Wenn hier. Du bist seit 5 Stunden hier. Nachflugkontrolle, Ausführung angefordert. Ja, wo ist denn das Fahrzeug dazu? Und du hast 3 Stunden Zeit, aber bist einfach schon viel eher fertig. Das finde ich gerade trotzdem ein bisschen. Nachflugkontrolle. Mal eben gucken, wo das Fahrzeug davon herkommt. Das müsste doch dann. Müsste jedoch sein. Lass ihn trotzdem mal fliegen. Da wird irgendwas nicht gepasst haben. Das heißt, wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Strafen. Nachflugkontrolle, das muss doch. Ja, Flugkontrolle, das muss hier durch entstanden sein. Aber ist an. Vielleicht, weil es am Anfang kurz aus war. Kann natürlich passiert sein. Natürlich hier ein Fahrzeug. Wir machen mal ein Upgrade. Ah doch, 4 Fahrzeuge. Das vielleicht auch umstellen. Am Freitag. Dass wir da oben die zweite Tankstelle auch wegbekommen. Die Tankstelle hier wegbekommen. Weil hier ist ja nicht mehr viel. Die brauchen ja eigentlich nicht mehr viel machen. Muss noch die Fahrzeuge da raus und gut ist. Ja. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Strafen 640, das wird dieses eine Flugzeug gewesen sein. Das kommt hin. Ressourcenversorgung ist natürlich enorm viel.
Flugzeugabfertigung 355.000. Das ist natürlich das, womit wir rechnen müssen. Die Vertragsunterzeichnung und das kommerzielle. Das, ja, ist einfach on top. Aber 355.000 ist ja jetzt schon mal wieder echt viel. Gut, aber wir haben auch wieder 30 Minuten gebraucht. Eigentlich wieder 10 Minuten länger, als ich eigentlich immer vorhabe. Deswegen, ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich wie immer über eine Bewertung freuen. Und am Freitag geht's dann wie gewohnt weiter. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, angenehme Woche. Macht's gut, bis Freitag. Ciao.